Hernán Cortés für mich in drei Wörtern ist erinnern, verdrängen, hoffen. Wir haben eine Eroberergestalt, Hernán Cortés, der auf Menschen der Moderne trifft. Und es gibt für dieses Aufeinandertreffen bei uns eine ganz zentrale Frauenfigur. Und diese Frauenfigur heißt Amazili. Amazili hat eine wirklich historische Vorgängerfigur. Diese Figur heißt Malinche. Malinche war eine Indigene, die Cortés als Sklavin verkauft wurde. Eine hochintelligente Frau, die innerhalb kürzester Zeit die Sprache gelernt hat und die, wie viele Quellen sagen, eigentlich diejenige war, die Cortés die Eroberung von Mexiko überhaupt erst ermöglicht hat. Eine Besonderheit dieses Werkes ist, dass das Werk sehr oft umgeschrieben wurde. Wir spielen die dritte Version. Diese dritte Version ist in französischer Sprache. Aber keine Angst, es gibt Übertitel. Wir alle können der Geschichte sehr gut folgen.